Bist du es leid, deinen Rasen noch mit einer Schere zu mähen? Jetzt haben wir den neuen Rasentraktor. Mit dem mähst du deine Grünfläche ratzifatz kahl. So akkurat hast du noch nie gemäht. Wie man sich so einen tollen Rasentraktor bauen kann, zeige ich dir heute. Für den Start holen wir uns erstmal ein paar rote negerzige Stufen raus, denn tiefer, schiefer Fliesenstufen. Ein Trichter ist dabei, ein Schmelzofen, rote negerzige Treppen. Schleifsteine brauchen wir, tiefen, schiefer Treppen, denn eine Truhe wie glatte Steinstufen. Wir fangen bei unserem Rasentraktor erstmal damit an, dass wir die Mitte bauen. Das heißt, wir nehmen jetzt unsere roten lederzige Stufen und die wollen wir, sag ich mal, so machen, dass die einmal schweben. Daran einmal unsere tiefen Schiefer, dann wieder rote lederzige Stufen. Danach lassen wir eine Reihe Platz, setzen hinten in unsere schwarzen Stufen hin und daran wollen wir einfach mal machen, dass da so ein Trichter angeschlossen ist. Auf den Trichter kann man gerne, wenn man möchte, schon davon einmal die Treppe machen. Ganz hinten setzen wir die Truhe hin. Davor lassen wir dann eine Stufe Platz. Oder sagen wir eher so gesagt, wir setzen vorne den Motor hin, dahinter ran dann eine umgedrehte Treppe. Und da können wir dann hier einmal unser Lenkrad anbringen. Das stellen wir mal da mit einem Schleifstein. Zum Schluss setzen wir noch unsere Steinstufen hier vorne in der Mitte einmal hin. Das machen wir auf beiden Seiten. Jetzt wollen wir natürlich noch die Räder anbringen. Ganz vorne nehme ich mir ein paar Würskelettköpfe, die ich mir dann hier einfach mal, sag ich mal, platziere auf beiden Seiten. Auf der Rückseite neben unseren Trichter setzen wir dann natürlich noch die Hinterräder hin. Da können wir auch gleich die Felgen einmal anbringen. Da nehmen wir einfach ein paar Knöpfe. Oben drauf machen wir nochmal roten Teppich. Das Ganze machen wir aber auch nochmal hier ganz oben auf dem Motorblock nochmal drauf. Und dann kann man immer noch ein bisschen anmalen. Meine Empfehlung, nehmt euch ein buntes Banner und dann setzen wir hier an der Seite noch so einen kleinen Schriftzug hin. Aber wie baut man sich das? Der Farbe gehen wir natürlich gleich auch mal auf den Grund. Wir schnappen uns einen Webstuhl, dann gehen wir da einmal rein. So, ich nehme jetzt erstmal ein gelbes Banner. Dann nehme ich mir gleich schon mal ein bisschen rote Farbe. Und dann mache ich mir jetzt oben einfach mal hier so einen kompletten Winkel einmal rein. So, den können wir mal hier nehmen, dann gehe ich wieder raus. Dann nehmen wir uns einmal ein bisschen schwarz. Da mache ich jetzt einmal hier so einen mittleren Streifen hin. Dann kann ich schwarz wieder wegtun und nehme mir wieder einmal rot. Da möchte ich mir gerne unten einmal hier so die Hälfte oder über die Hälfte einmal hier so zuziehen damit. Dann nehme ich mir nochmal einmal die schwarze Farbe raus und mache unten den Zipfel noch ein bisschen schwarz. So einfach ging das und dann haben wir hier schon die Farbe. Tja, und jetzt könnt ihr anfangen, euren Rasen damit zu mähen. Wenn dir das Video gefallen hat, findest du oben in der Infobox noch weitere tolle Videos. Sonst abonniere noch gerne den Kanal, bleibst du immer auf dem laufenden Stand. Und dann war's das wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche dir noch einen angenehmen Tag, bleib gesund, haut's rein und ciao.